Hallo Klickenabendler, wir sind immer noch bei Schmidt Spiele. Neben mir ist der Tobias. Hallo Tobias. Hallo. Schmidt hat natürlich auch Spiele für die Kleinen, also auch Kinderspiele im Angebot unter den Neuheiten. Eins davon ist das kunterbunte Igelrennen. Ja, genau. Was geht's da? Ich schätze mal, wer der schnellste Igel ist. Bei dem Igelrennen geht es darum, die Igel machen jedes Jahr ein Rennen und wollen als erstes ins Ziel kommen. Und auf dem Weg geht es darum, möglichst geschickt seine Bären zu sammeln, denn wer die Bären am besten sammelt, kommt als erster ins Ziel. Ja. Okay, und das funktioniert mit einem Würfel, nehme ich mal an? Genau. Also wir haben hier einen Würfel, der hat 4 verschiedene Farben und 2 Sondersymbole, da komme ich gleich drauf. Wenn eine Farbe gewürfelt wird, ist es immer so, dann darf der Spieler die Bäre in der passenden Farbe dazu nehmen und in seinen Igel stecken und dann so viele Schritte machen, wie er Bären in der gewürfelten Farbe hat. Also am Anfang 1. Würfelt in der Runde zum Beispiel danach ein zweites Mal die Grüne, darf er 1, 2 Schritte machen. Irgendwann wird es so sein, dass alle Bären wahrscheinlich im Umlauf sind und die Bären nicht mehr in den Gebüschen frei sind. Dann darf der Spieler sich einfach aussuchen, von welchem Mitspieler er die passenden Bäre klaut. Und sollte es mal so sein, dass auf dem eigenen Igel gar kein Platz mehr für eine Bäre ist, muss ich zuerst mich entscheiden, welche Bäre ich zurück ins Gebüsch lege. Und damit ich Platz für eine neue habe. Ja, genau. Und dann gibt es noch 2 Sondersymbole. Einmal die Blume. Wenn ich die Blume würfel, guckt mein Igel zu sehr in der Landschaft rum und verpasst seinen Zug. Das heißt, ich setze eine Runde aus. Schnuppert ein bisschen an Blumen, okay. Und wenn ich den Igel würfel, darf ich zu dem Igel, der vor mir ist, aufschließen. Ich wäre zum Beispiel Igel Nummer 1, dann darf ich zu Igel Nummer 2 aufschließen. Genau, und das geht so lange, bis ein Spieler es geschafft hat, ins Ziel zu kommen. Okay. Jo. Das Spiel erscheint oder ist jetzt gerade erschienen? Das ist im Herbst erschienen, als Herbstneuheit. Okay, dann vielen Dank für die Vorstellung. Kein Problem, bitte.